Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview. Heute ist Jurek mein Gast. Jurek hat auch einen YouTube-Kanal und zwar ist es Meditation und alternative Psychologie, den ich selber super gerne verfolge und ihr euch auch natürlich unten in der Infobox verlinke. Und unser Thema heute ist Meditation für Anfänger. Und an dieser Stelle nochmal hallo und schön, dass du da bist. Grüß dich, hi. Möchtest du dich kurz vorstellen und erzählen, was du machst? Ja, also ich, wie du schon gesagt hast, ich habe halt einen Channel, ne, bei YouTube, Meditation und alternative Psychologie. Und wie der Name schon sagt, ne, worum geht's wohl, dass man sich Meditation ein bisschen näher anschaut, auch einen anderen Blickwinkel auf viele Themen einfach zu geben. Ich selber bin Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeite halt eben jeden Tag mit Klienten zusammen. Und dadurch habe ich schon viele Erfahrungen, jetzt auch in dem letzten Jahr hat sich das ganz viel geändert, weil mehr und mehr Menschen zu mir gekommen sind, weil sie einfach sich dafür interessieren, nicht nur für Meditation, sondern halt eben auch merken, dass die klassische Schulpsychologie eben nicht ihre Wirkung ja erzielt. Und und so ging es mir auch früher. Ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und es hat alles so, du probierst viel und probierst viel aus und du merkst einfach, irgendwie klappt es nicht, du kommst nicht voran. Es sind tolle Sachen, die da erklärt werden, aber irgendwie ändert sich nichts in deinem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, so muss es einen anderen Weg gehen und dann bin ich auf Meditation gekommen. Und wie lange ist das jetzt her, dass du selbst angefangen hast zu meditieren? Also ich habe vor 8 Jahren habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Habe dann verschiedene Varianten probiert, mit Jugendlichen zu arbeiten, in Schulen zu arbeiten. Das hat nur mäßig funktioniert, weil dann erklärst du jemanden, ja, mach mal deine Hausaufgaben. Und dann eine Woche später kam er wieder und dann hast du gedacht, ja, okay, es hat ja gar nichts gebracht. Die Eltern war da eigentlich das größte Problem immer wieder. Die Erziehung halt eben das Ganze. Ja. Werden wir heute auch nochmal drüber sprechen wahrscheinlich. Und ja, und dann habe ich gemerkt, bei mir war es so mit der Neurodermitis. Ich hatte, weiß nicht, ob Neurodermitis, sagt dir das was? Eine Hautkrankheit. Und mir war bewusst, dass es psychosomatisch ist. Und ich habe mir gedacht, ey, scheiße, ich musste da irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung, musste da rankommen. Weil ich meine, das wird dir doch erklärt. Ja, wir können alles im Geist und so weiter verändern. Und ich habe es halt eben nie geschafft und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann hatte ich halt eben eine Meditation entdeckt und dann war es innerhalb von 4 Wochen weg. Und das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich dachte, Alter, krass. Also das kannst du keinem erzählen. Und habe dann mit Klienten durchprobiert und bin dann in die Neurodermitis-Szene erst gegangen. Da gab es einen extremen Gegenwehr. Die haben alle gesagt, bist ein Scharlatan, hast du wohl eine Macke. Ja, also glaubt dir ja keiner, dass du jetzt Neurodermitis da in 4 Wochen geheilt hast. Habe mir eine Klientin rausgesucht, die habe ich innerhalb von einem Jahr, die ist geboren worden mit Neurodermitis. Naja, und so weiter, könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen. so bin ich jedenfalls auf Meditation gestoßen. Ich habe da auch viel experimentiert, genauso wie in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe bei mir selbst bemerkt, dass durch das Meditieren, du wirst ein ganz anderer Mensch. Du bekommst einen ganz anderen Zugang zu dir selbst. Du lernst dich selbst erstmal richtig kennen. Du kannst viel besser mit deinem Körper kommunizieren. Also du merkst viel, viel eher, okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt nimmt meine Energie ein bisschen ab, jetzt muss ich hier mal was verändern oder mir geht's nicht so gut und dann kannst du das viel besser analysieren. Was würdest du sagen, was sind so die Vorteile vom Meditieren? Was passiert denn einfach mit einem? Ja, also das ist halt eben auch immer die Frage, ob man jetzt diese Standardmeditation nimmt, sich einfach hinsetzen und in die Stille zu gehen. Das heißt also es passiert einfach gar nichts, 10 Minuten passiert gar nichts. Dann ist natürlich der Vorteil, dass du merkst, dass diese Gedanken die ganze Zeit durchrattern. Du bist dann 10 Minuten in der Meditation und es rattern die ganzen Alltagsgedanken durch, was du gerade planst, was du vorhast mit der Familie, zum Beispiel nächste Woche, was noch getan werden muss, Versicherung oder was weiß ich, was noch geklärt werden muss. Und das Schöne dabei ist, dass dein Unterbewusstsein sich wahnsinnig darüber freut, mal die ganze Informationsflut, die am Tag entstanden ist, mal zu ordnen, ja, und mal richtig schön durchzuordnen. Das ist der Vorteil an der stillen Meditation. Da kann halt eben, also es wird viel mehr Ruhe, kommt einfach in deinen Gedankenkreislauf hinein. Wenn du eine geführte Meditation machst, dann kommt es halt eben immer darauf an, was für eine geführte Meditation das ist. Und das ist halt eben super unterschiedlich. Ja? Und dann kann es halt eben sein, es gibt zum Beispiel damals, also das war zum Beispiel der erste Kontakt mit Meditation bei mir, im Pickup Artist. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee, wa? Das ist, wie macht man Frauen klar? Ist das als Wissenschaft? Also so Persönlichkeitsentwicklung ist ein riesen Hype mit NLP zu tun, neurolinguistisches Programmieren. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Und geht so in die Hypnose-Richtung und da gab es dann eine Trance dazu damals. Und die habe ich sehr oft gemacht. Und da geht es halt eben darum, werde männlicher.
wäre ja auch, ist ja auch eine Meditation irgendwo, ja, und führt dich halt eben zu deiner Männlichkeit. Bloß dann ist ja auch wieder die Frage, du fühlst dich da männlicher, aber ist es wirklich eine balancierte Männlichkeit? Mhm. Ja, das ist ja auch immer wieder so die Frage. Und ja, also Meditation kann in unendlich viele verschiedene Richtungen führen. Ja, das ist ja auch, da muss halt jeder auch gucken, was für ihn passt, ne? Also ich mache halt am liebsten auch wirklich geführte Meditationen und dann halt in zig verschiedene Richtungen. Ich habe durch geführte Meditation habe ich zum Beispiel meine Kopfschmerzen losbekommen. Ich mache aber auch super gerne so mal so einen Körperscan einfach zum Entspannen. Oder auch so geführte Meditationen zur Selbstliebe oder einfach so Sachen. Super. Da gibt es so viel, es ist so krass. Super. Da muss man sich einfach mal auch so durchprobieren, was einem liegt. Was man, auf jeden Fall. Ja. Oh, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen, ich werde dir heute auch mal eine mitgeben. Hat sie nochmal gefragt, ob ich eine mitgeben kann. So eine 10-Minuten-Meditation. Ich empfehle eigentlich im Endeffekt immer die 10 Minuten Zeit der Stille. Also einfach gar nichts machen, sich hinsetzen. Dafür gebe ich dann auf dem Kanal so ein paar Inspirationen, welches Thema man sich raussuchen kann, womit man sich beschäftigen kann. Weil ganz wichtig ist, dass man denkt, wenn es um Meditation geht, geht es darum, nicht zu denken. Ja. Das ist aber nur eine Variante der Meditation. Man kann sich aber auch mit einem Thema beschäftigen in der Meditation und 10 Minuten sich dafür Zeit nehmen. Also die Medi, die ich dir zum Beispiel heute mitgebe, geht halt eben darum, dass man einfach eine Alltagssituation nimmt, was auch immer heute passiert ist oder die Woche passiert ist, und einfach sie nochmal durchgehen lässt. Ja? Weil wenn wir uns nochmal angucken, wenn ich mit der Kollegin oder mit dem Kollegen mich gestritten habe, dann merke ich einfach, okay, wenn ich da nochmal reingehe, scheiße, war ich wütend. Ich bin richtig sauer auf die Kollegin. Und das mal fließen zu lassen und zu erlauben. Nicht wegzumachen und zu sagen, ja, ich bin voll Harmonie und ich bin voll in der Balance, sondern auch mal wirklich sauer sein und sich das mal zu erlauben und zu sagen, ich finde das so scheiße, was die da gemacht hat. Denn wenn wir diese Wut mal richtig fließen lassen, dann merken wir auch, ja, kennst du, wenn du dich selber mal richtig aufgeregt hast, mal richtig wütend gewesen, danach ist mal, mal durchatmen. Ja, und deswegen wollen wir das auch mal fließen lassen in der Meditation. Das finde ich auch super, weil viele haben so den Vorurteil, da darf man an nichts denken und ich kann nicht an nichts denken. Genau. Und so ist es ja einfach gar nicht. Also ich meine, ich kann auch nicht an nichts denken. Das kann, glaube ich, irgendwelche Menschen, die das seit zig Jahren oder so machen. Genau. Aber das ist einfach, darum geht es einfach auch gar nicht. Genau. Also, ja, das ist also ein ganz wichtiger Mythos. Also wenn du den buddhistischen Weg gehst, dann kannst du das machen. Ich gehe ja den buddhistischen Weg zum Beispiel gar nicht. Der buddhistische Weg führt dorthin, also desto immer mehr in die Leere zu kommen und wirklich absolut gar nichts mehr denken, nichts mehr fühlen, nichts mehr wahrnehmen. Also absolut, und das ist dann der Erleuchtungszustand. Also in die absolute Leere hineinzugehen. Mhm. Ja, das ist dann der Weg, den sie gehen. Genau, also haben wir schon mal das eine Vorurteil gerade, dass man an nichts denken darf. Und dann gibt es ja auch noch, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ja. Aber ich bin der Meinung, jeder hat die Zeit, sich 10 Minuten zu nehmen. Ja, also das ist die eine Sache. Rational, argumentativ kann man das sehr schnell widerlegen. Man könnte jetzt einfach sagen, ja, pass auf, 10 Minuten Zeit der Stille werden dir mehr Zeit in den Tag hineinbringen, weil du merkst in diesen 10 Minuten, wie viel Zeit du eigentlich hast. Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Das Problem dabei ist aber, wenn ich sage, ich habe keine Zeit dafür, dass da meistens eine Emotion dahinter steckt. Und meiner Meinung nach ist jetzt nur eine Theorie, kann ja jeder, der das Video schaut, für sich selbst überprüfen, dass es ein Abwehrmechanismus ist. Das heißt also, ich wehre mich gegen etwas. Und wogegen könnte ich mich denn wehren, was in der Meditation vielleicht passiert? Das heißt also, könnten da vielleicht Gefühle hochkommen, könnte da Ruhe hochkommen, und gerade die Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, und ich bin auch einer, also diese Menschen, ich bin ja auch einer, der das sehr gerne sagt, wenn ich in die Ruhe gehe, wird sofort etwas in mir anspringen und sagen, scheiße, du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Und deswegen würde ich den Leuten, die sagen, ich habe keine Zeit dafür, genau darum geht es. Dann nimm 5 Minuten, nimm von mir aus 30 Sekunden und finde heraus, so was fängt jetzt an zu ballern und sagt, du musst mehr tun, du musst mehr tun. Mhm. Gerade die Mütter, gerade bei den Müttern stelle ich das fest, dass die What-to-Do-Liste so scheiße lang ist, ja, für den ganzen Tag, worum man sich kümmern muss. Und dass ich darf ja nicht mal mit 5 Minuten chillen, weil wenn ich 5 Minuten chille, kannst du sagen, dass das Kind das macht, dass ich für das Kind dies tun muss, für meinen Mann, oder dass mein Mann sich darum kümmern soll. Und deswegen sage ich halt eben, das kann man auch als Thema mit reinnehmen in die Meditation, definitiv. Ja, und dann machen wir es halt eben kürzer. Genau. Dann machen wir es halt eben nur 30 Sekunden. Ja, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und dann Stück für Stück halt eben langsam steigern bis auf 10 Minuten. 10 Minuten ist voll okay. Genau. Genau, das glaubt man natürlich, ja. Aber diese 10 Minuten, die machen so einen riesen... Ja, auf jeden Fall. So krass. Und es kommt dann einfach so auf diese Kontinuität an, ne? Genau. Immer und immer wieder machst. Genau. Und dann habe ich auch schon mal von einer Zuschauerin gehört, sie sagt, sie ist zu unruhig.
sie kann nicht meditieren. Genau. Aber ich glaube, genau die Menschen müssen dann wirklich unbedingt anfangen zu meditieren. Ja, genau, genau. Beziehungsweise, ich glaube, da ist dann auch die Idee dahinter, ich muss meine Unruhe loswerden und das stimmt nicht. Das ist nicht der Fall. Wir nehmen die Unruhe mit in die Meditation. Ich darf unruhig sein. Und du machst nichts anderes, außer in einem, also jetzt für die Zuschauerin wäre zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Exempel, so zu sagen, du darfst unruhig sein und du schaust dir nur die Unruhe an. Mehr machst du nicht. Ja, und dann merkst du aber, wie es schon in der Medi so, oh, ich muss jetzt aber was machen und jetzt let's go und so weiter. Und machst nichts anderes außer 10 Minuten, stellst dir einen Timer und dann aber richtig aushalten. Das wird richtig schwer sein. Mhm. Kann ich dir versprechen. Das erste Mal. Und dann guckst du einfach, wie weit du kommst. Und wenn du 10 Minuten schaffst, schaffst du 10 Minuten halt nicht. Und versuchst es nur durchzuhalten. Erstmal. Ja. Und dann kann ich dir sagen, du wirst dir gewahr der Unruhe, du nimmst die wahr und dann lernst du die besser kennen, dann merkst du auch, welches Gefühl dahinter steckt, Trauer, Wut, Angst, und desto mehr du das wahrnimmst, wirst du auch merken in anderen Situationen, dass es in deinem Leben sehr oft dir begegnet, diese Unruhe. Ja. Und dann können wir diese Unruhe mitnehmen und die hat auch eine Botschaft für uns. Jedes Gefühl in uns hat eine Botschaft für uns. Das ist dann halt das super Interessante am Meditieren, was das dann den Rest des Tages auch mit dir macht und wie du verschiedene Situationen ganz, ganz anders plötzlich bewerten kannst. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt eine Zuschauerin haben, die sagt, okay, ich würde das mal probieren, was sagst du, wie ist so der beste Einstieg? Wie sollte man loslegen? Was sollte man tun, wenn man mit dem Meditieren anfangen will und echt noch so null Erfahrung hat? Wenn man null Erfahrung hat, einfach 10 Minuten Zeit Timer stellen auf dem Handy und einfach gar nichts machen. Ich gebe dir heute, wie gesagt, eine softere Variante mit, ja, wo es geführt ist halt eben, aber es ist im Endeffekt das Gleiche, wenn du 10 Minuten einfach gar nichts machst. Mhm. Weil es gibt keine Regeln in der Meditation. Genau. In einem Video habe ich das Fehler Meditation, also keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, es gibt keine Regeln, es gibt keine Norm in der Meditation. Du erforschst dich ja selber. Mhm. Ja? Und wir denken immer wieder, wir müssen eine Atemmeditation machen, wir müssen einen Bodyscan. Das ist geil, das steht gar nicht vor. Das ist eine coole Technik, steht nicht zur Frage. Aber wenn ich keine Ahnung habe, mache ich einfach 10 Minuten. Und allein das wird schon so viel bewirken. Allein das wird schon so viel verändern. Und deswegen ist das immer meine Empfehlung. Ja. Mach vielleicht nicht 10 Minuten, mach 5 Minuten, reicht auch. Genau, zum Anfang. Ja. Ne? Genau. Ja. Dann im besten Fall täglich, damit es eine Gewohnheit wird im besten Fall. Würde ich schon wieder rausnehmen, weil das ist sonst zu sehr, ja, richtig, ja, aber setzt schon wieder zu viele Leute unter Druck, habe ich festgestellt. Mhm. Deswegen sage ich, mach es von mir aus einmal die Woche, mach es einmal in 2 Wochen. Ja? Und dann wirst du selber merken, du kannst es selber für dich langsam steigern, denn die Lust kommt, du brauchst ja auch die Lust zum Meditieren. Ja. Wenn ich sage, ich muss meditieren, wird mich das so sehr unter Druck setzen, dass immer der Abwehrmechanismus triggert und der Abwehrmechanismus sagt, heute ist ganz schlecht, du. Also zu meditieren habe ich leider heute. Ja, also Ausreden können wir uns 1000 einfallen lassen. Na klar. Und bevor der triggert, damit wir den nicht haben wollen, also der ist nicht so förderlich, sagen wir lieber, ich probiere es einfach und ich gucke, wie oft ich es schaffe. Ja? Und das würde ich das eher rausnehmen. Ja? Ich will die Leute nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist auch super, ja, stimmt. Ich habe früher auch immer gedacht, ne, meditieren, du sitzt irgendwo eine Stunde auf dem Boden und denkst an nichts. Das war so meine Vorstellung vom Meditieren. Und das ist so völlig falsch und geht völlig von dem weg, was man dann wirklich in der Realität, denke ich, macht. Ja, ja, dann gibt es da halt eben noch diese Vipassana-Lehrgänge, wo du dann halt in 8 Stunden hintereinander meditierst. Also hast zwar Pausen dazwischen und so weiter. Es sind dann diese Meditationsmarathons. Also es ist auch nicht mein Weg. Also es ist, jeder geht ja seinen eigenen Weg. Und ich versuche, mein Weg ist es, und das ist auch so, glaube ich, was ich mit dem Kanal vermitteln möchte, so einfach wie möglich. Ja. Ja? Es ist, wir haben so viele Konzepte und so viele Ideen, die uns schon entgegenkommen, wo wir einfach sagen, das müssen wir machen und das müssen wir tun. Wenn ich in der Persönlichkeitsentwicklung damals schon, ja, was da in den Büchern alles für Techniken und so weiter drin stehen. Und ich will den Leuten es so einfach wie möglich machen, das in den Alltag zu integrieren. Mhm. Ja? Dass es weniger als Muss dasteht, sondern dass es als wirklich als dieses Ich will es aus meiner eigenen Leidenschaft heraus mit einem positiven Gefühl in Verbindung steht. Ja, das ist so meine Herzensangelegenheit. Ja. Und die Leute, die sehr radikal sind, die telefonieren dann mit mir und wollen dann noch tiefer gehen. Aber da habe ich auch eine geführte Meditation. Also wie gesagt, so chillig wie möglich ist immer so mein... Genau, also für mich sind so geführte Meditationen einfach so das Beste. Ist auch ein Also für mich, genau. Aber muss halt jeder so für sich einfach rausfinden. Ne? Manche stellen sich vielleicht barfuß auf eine Wiese. Ja. Für eine Minute und sind da einfach mal. Und das ist Meditieren super, einfach. Super, genau. Oder am See oder am Strand einfach chillen und halt eben einfach nichts machen. Genau. Also Meditation ist halt einfach so ein geiles Tool. Und das sollte einfach jeder tun. Und deswegen finde ich deinen Kanal so schön, weil du es wirklich für die breite Masse versuchst, in einer kurzen Zeit einfach zugänglich zu machen.
Genau, und für mich ist es wichtig, vor allem nicht dieses spirituell Abgehobene. Also, ja, und dann öffnest du deine 7 Chakren und dann öffnest du deinen Astralkörper und reist in die 7 Dimensionen. Ja, das ist zwar ein cooles Thema und ich beschäftige mich da total gerne damit, aber damit kann man am Anfang überhaupt nichts mit anfangen. Ja, ja. Das ist dann einfach nur ein theoretisches Konzept, was dann im Raum steht und dann sagst du, ja, dann mache ich eine Chakrenmeditation und dann weißt du aber gar nicht, was in dir passiert, weil erst so viele Blockaden davor sind, dass wir erstmal ganz easy und ganz in Ruhe und wir müssen auch nicht zum astral und erleuchteten Wesen werden. Das muss jetzt nicht sein in der Meditation. Also es hat ewig gedauert, ehe ich mal meine erste Chakra-Meditation gemacht habe, was auch eine tolle Sache ist, aber man kommt dann irgendwann so peu à peu dahin und merkt halt, okay, was ist meine Richtung? Ich interessiere mich natürlich auch so, ne? Ich folge auch Leuten, die sich dann so mit Engelreisen und weiß der Geier was nicht alles beschäftigen. Ja. Mein Ding ist es auch nicht, aber ich finde es interessant, einfach so offen sein. Genau. Was hast du für eine Chakra-Meditation gemacht? Kennst du Mojo D? Ja, ne, klar. Ja, genau. Habe ich auch live gesehen. Die macht halt auch super geile Sachen, richtig. Genau. Und da kannst du halt einfach auch mal sehen, okay, wo hängt's denn? Wo ist denn gerade eine Blockade? Wo müsste ich denn vielleicht weiter arbeiten? Das finde ich super interessant. Aber da kommt man dann erst so mit der Zeit, glaube ich, hin. Ja. Genau, wenn du jetzt sofort sagst, okay, ich mache jetzt eine Chakra-Meditation, das wäre vielleicht jetzt nicht so der beste erste. Ja, vor allem, weil du halt eben auch sehr, sehr oft überlegst, mache ich die richtig? Also gerade das richtig und falsch Denken kommt in der Chakra-Meditation sehr oft hoch und hat auch was mit, also kommt drauf an, welche Chakra du gerade channelst, hat es damit auch was zu tun. Das ist thematisch, passiert da sehr viel. Genau. Und manchmal weiß man, hat man was Greifbares und ich würde es ja auch immer greifbar machen, ne? Also man soll ja damit auch wirklich was anfangen können. Ja. Genau. Aber zum Experimentieren. Ja, das ist dann auch, glaube ich, ne? Dann fängst du bei YouTube, da suchst du mal so ein bisschen, dann kommst du von einem zum anderen und so. Da geht man sich einfach durch und man merkt, was liegt dir und was liegt dir nicht. Bei mir hängt auch viel damit so zusammen, wenn ich eine geführte Meditation mache, passt mir die Stimme. Genau, auf jeden Fall. Also auch super krass. Also wenn die Stimme mich begeistert, dann bin ich schon entspannt einfach vom Zuhören. Und wenn die Stimme halt nicht passt, dann kann man sich vielleicht auch nicht so drauf konzentrieren. Muss man einfach für sich so ein bisschen ausprobieren. Genau. Aber ich fand es super, dass wir so ein paar Vorurteile aus der Welt räumen konnten. Und alle, die jetzt mit Meditieren anfangen wollen, die verweise ich auf deinen Kanal, weil ich kann da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ne? Ich bin da jetzt auch kein Profi. Ich mache das halt und finde das ein super Tool und möchte es halt einfach gerne weitergeben, dass auch Mamas das unbedingt ausprobieren sollten. Cool. Und dann sollen sie einfach bei dir auf den Channel. Und da gibt es ja ganz viele tolle Sachen, ganz viele Videos. Genau. Genau. Was ich nochmal, wenn du jetzt schon bei Mythen bist, würde ich noch eine Sache ganz wichtig sagen. Man kann bei der Meditation nichts falsch machen. Das ist also das Wichtigste, wenn ich etwas mitgeben kann, man kann bei der Meditation nichts falsch machen. Auch wenn es immer wieder unser Geist, unsere Gedanken, unsere Gefühle sagen, du bist hier falsch, du machst die 10-Minuten-Meditation jetzt falsch. Das gibt es nicht. Es gibt bei der Meditation gibt's kein Falsch. Einfach weitermachen, auch wenn es noch so falsch, auch wenn du noch so oft dich gekratzt hast, auch wenn du noch so komische Gedanken hattest. Du kannst nichts falsch machen. Das ist eigentlich so das Wichtigste und was, glaube ich, auch immer die größte Hürde nimmt. So, ich muss das und das machen. Nee, es gibt kein Falsch. Mach es einfach, egal welche Meditation, du machst sie richtig. Genau. Ein Grundthema. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, man muss nicht irgendwie auf einem harten Boden sitzen und eine Stunde irgendwie gerade sitzen. Also wenn dir der Rücken weh tut, dann setz dich halt anders hin, ne? Also, Du kannst dich auch auf einem Stuhl setzen. Ich mache keinen Lotussitz oder so. Ich setze mich einfach auf den Stuhl. Und manchmal lege ich mich auch hin, wenn ich Bock habe. Das ist total latte. Du kannst auch dabei einschlafen. Ja. Bei den geführten Meditationen ist es gar kein Problem. Du kannst auch einschlafen. Genau, habe ich auch schon gesagt, dass viele, ich schlafe dann immer sofort ein. Ich habe gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm. Gar nicht. Also das hat genauso einen guten Effekt, als wenn du die ganze Zeit wach und voll dabei bist. Ich hatte eine Klientin, die konnte sich an nichts erinnern vom 21. Lebensjahr. Also wirklich gar nichts vom 21. Lebensjahr. Ich dachte, das wäre so übertrieben, so mal kurz erzählt. Ja. Wirklich gar nichts vom 21. Lebensjahr, komplett schwarz. Und dann sind wir mit der Meditation, ist sie auch immer wieder eingeschlafen, also ist ja der gleiche Abwehrmechanismus. Ich vergesse etwas aus der Kindheit, ist der gleiche Abwehrmechanismus wie einschlafen, weil es bedeutet, ich will meine Schattenseiten selber nicht sehen. Und dann schläfst du einfach ein. Und bei ihr war es dann so, dass sie einfach immer wieder eingeschlafen ist, immer wieder bei der Medi, immer wieder und immer wieder. Und dann kamen wir aber immer weiter zurück, immer weiter, bis wir dann die Ursache gefunden haben, und zwar der Tod ihres Opas, mit 6 Jahren oder so war das. Und den konnte sie halt eben damals überhaupt nicht verkraften und da hat dann halt eben alles gesagt, das schalte ich ab. Mhm. Und das mit 21 ist dann nochmal jemand verstorben und deswegen hing das so zusammen. Okay, ja. Und deswegen hatte die eine Sache mit der anderen und dann ist es so was dein Unterbewusstsein lernt und dann vergisst es einfach alles.
Ja, das ist halt eben die einfachste Variante. Ist halt eben die einfachste Variante, ne? Einfach vergessen, muss man nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Aber das kennt man so oft, ne? Also, dass du dich an Dinge so einfach nicht erinnern kannst. Du versuchst es, du weißt, da ist irgendwas passiert und du kommst nicht dahin. Ja. Genau. Ja, super krass, wie das auch so funktioniert, ne? Ohne dass wir da wirklich Einfluss direkt drauf haben. Ja, ist richtig krass. Ja, also was es da für Abwehrmechanismen gibt und wovor dich dein Unterbewusstsein schützen will, was es für Gefühle gibt, was sie dir für Botschaften mitteilen, so, das ist eine echt spannende Reise. Ja. Aber ich will niemanden überfordern. 10 Minuten Zeit der Meditation ist schon super. Genau. Das reicht schon vollkommen aus. Ich bin super froh, dass du uns eine Meditation mitgibst, die man quasi sofort machen kann, wenn man jetzt sagt, okay. Wie willst du die haben? Willst du die als Audiodatei? Willst du die als Link haben? Wie willst du die haben? Du kannst mir als Audiodatei schicken und dann mache ich da ein schickes Video draus. Super. Und dann werfen wir das gleich hier hinter das Interview und dann können die Leute es wirklich direkt ausprobieren. Wenn man nämlich einmal motiviert ist, dann sollte man das sofort umsetzen. Genau, richtig cool. Genau. Machen wir es so. Ja, das ist super schön. Ich danke dir für deine Zeit. Es war mega spannend und interessant. Und ich hoffe, wir haben jetzt ganz viele Zuschauer davon überzeugt, mit Meditieren zu beginnen und dass es da nichts gibt, was man machen sollte oder wie das sein muss, sondern dass man einfach mal loslegt und dann seinen Weg findet. Ja. Super krass. Und jeder. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da auch drüber sprechen durfte und nochmal vielen Dank für deinen Channel auch, weil ich das sehr cool finde, dass du auch so einen Channel machst und gerade für die Mütter, weil wie gesagt, ich habe auch Klientinnen, die Mütter sind und es ist eine so, so wichtige Thematik, weil keiner von uns hat gelernt, wie werde ich Vater, wie werde ich Mutter in der Schule. Das hat keiner von uns gelernt. Das ist super, YouTube ist ein super Werkzeug dafür, um den Leuten das näher zu bringen und denen das auch zu zeigen. Das finde ich ganz toll, dass du das machst. Möchte ich auch zurückgeben, das Kompliment. Dankeschön. Genau. Und ich verweise euch jetzt nochmal auf Juriks Kanal. Da könntet ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen und habt dann auch noch weitere Meditationen, wenn ihr weitermachen wollt. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit. Das war echt super genial. Gerne. Und euch danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.